Hallöchen, salü, salü. So, einmal ein bisschen zu spät. Ja, ja, genau. Ist heiße eingeschlafen. Moment, jetzt läuft noch der Ton hier. Ach, come on. So, Ton weg. Nein, heiße ist nicht eingeschlafen. Heiße musste noch ein paar Fenster suchen, die er aufmachen musste. Weil ich vergessen habe, dass wir Formel 1 haben. Da habe ich immer ein paar andere Fenster auch noch zusätzlich auf. Und wie so ist, wenn man dann die Fenster natürlich sucht, man findet sie nicht. Und Leute, es ist hier im Büro schon wieder 35 Grad. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht warum. Vor einer halben Stunde war es noch halbwegs okay. Da saß ich irgendwie noch hier und alles war in Ordnung. Aber jetzt in den letzten 10 Minuten, ich habe das Spiel noch nicht mal gestartet. Also ich habe Formel 1 noch nicht gestartet. Also trotzdem allen Ernstes. Ich leide gerade ein bisschen. Sound passt, danke Spinne. Sehr gut. Ja, gestern war ja PUBG-Stream bis morgens um 2 ist um den Dreh rum. Ich muss sagen, hat mir extrem Spaß gemacht. Natürlich auch, weil es halt halbwegs lief. Ich hatte schon schlechtere PUBG-Streams, was jetzt das Abschneiden angeht. War eigentlich cool. Gestern eine Einzelwertung gewonnen und dann mit Harry zusammen noch ein Team-Dingens. Das hat schon Laune gemacht. Und ja, jetzt ist Formel 1, das zweite Rennen der Saison in Saudi-Arabien. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ja, ich habe eigentlich keine Runde mehr gedreht, seit ich krank war. Letzte Woche mal, glaube ich, 2-3 Runden gemacht. Das lief so lala, weil irgendwie die Strecke halt tatsächlich relativ schwer ist, muss ich gestehen. Also ich finde sie relativ schwer. Ich empfinde sie als schwer tatsächlich. Ja, und jetzt wollte ich halt die ganze Zeit auch noch und das ging dann nicht. Und es ist ja halt, und jetzt fahre ich dann halt im Qualify, fahre ich dann meine ersten Runden seit einer Woche. Das kann sein. Also einfach einen kleinen Tipp an euch, die die Vorhersage dann wahrscheinlich noch machen. Also die sie wollen. Ob ich da unter die ersten 10 komme, ich weiß es nicht. Weil A, die Strecke halt tatsächlich schwer ist und weil ich B, praktisch nicht geübt habe. Und dass das Üben viel ausmacht, das habe ich in den letzten Monaten tatsächlich selber gemerkt. Das ist ja auch logisch bei Formel 1. Ist bei PUBG nicht anders. Ist bei den meisten Videospielen, wo du einen Skill brauchst. Übung macht den Meister, bis zu einem gewissen Grad. Ein bisschen Talent braucht man auch noch, das geht mir bei Formel 1 ab. Wahrscheinlich, aber ich mache es halt gern. Das ist, wie gesagt, das ist das, was sich bei mir durch sämtliche Videos und Spiele durchzieht. Ich mache es gern. Ich habe nie behauptet, ich kann es. Das ist ähnlich, glaube ich. Ich habe früher auch immer gedacht, die Let's Player, die Videos machen von Spielen, die können die Spiele halt besonders gut. Und deswegen zeigen sie, dass sie es gut können. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Also, wie soll ich sagen, die Leute, die das können, das sind meistens E-Sportler. Also, was heißt meistens, logischerweise. Gibt es ja bei Formel 1 auch, nehme ich an. Also, das wird es nicht nur bei PUBG geben. Aber bei PUBG kannst du natürlich, wenn du das wirklich kannst, aber da musst du es halt wirklich können. Und zwar, ja, also jenseits von dem, was wir da jeweils zeigen, da kannst du natürlich reich werden mit. Also, da gibt es schon Preisgelder, die sind relativ krass. Ich habe letztens gesehen, ich möchte jetzt nicht über PUBG lange reden, aber passt halt gerade dazu. Da gab es bei Twitch so eine Veranstaltung, nennen wir das mal so, $100.000 Preisgeld. Und dann haben sie einfach die ganzen Streamer genommen, die ganze Zeit PUBG streamen. Und zwar weltweit. Also da waren Norweger, Japaner und so weiter alles dabei. Und das war extrem spannend zum Zugucken, wie taktisch die halt spielen. Aber du hast ja gesehen, wie enorm schnell die sind in der Wahrnehmung. Also da hast du auch, du hast mit Üben als Normalmensch da gar keine Chance, weil du diese Wahrnehmung nicht hast. Also die sehen dich halt im Prinzip eine Sekunde, bevor sie dich sehen können. Wisst ihr, was ich meine? Ist natürlich nicht so. Die könnte ich auch erst sehen, wenn sie dich sehen. Aber die Wahrnehmung funktioniert halt so schnell, in dem Moment, wo die dich sehen, haben die dich schon erschossen. Du kannst nicht mal reagieren. Also das ist schon faszinierend. Aber eben, das war dann im Prinzip nicht mal E-Sports und das war eine Veranstaltung von Twitch. Und halt eben 100.000 Euro Preisgeld für die Sieger. Das ist schon, man kann da schon Geld verdienen. Tiggleton ist so einer. Ja, Tiggleton ist vor allem sehr, sehr stark. War noch interessant halt zu sehen, eben die ganzen Streamer, wie die so abschneiden. Also ich hätte andere vorne gesehen, tatsächlich. Den Hevin zum Beispiel, der auch sehr stark ist, ein Deutscher. Ein Bierbank, der sehr stark ist, ist auch ein Deutscher. Die hätte ich eigentlich vorne gesehen. Wacky Jackie hätte ich eher vorne gesehen, war auch nicht wirklich vorne. Wer überraschend stark war, war die Danu. Das sind halt alles PUBG-Streamer. Weiß nicht, ob die euch was sagen. Aber die Danu, die hat tatsächlich gut aufgeräumt. Also die ist halt tatsächlich wirklich auch sehr stark. Gut, aber wir sind nicht bei PUBG, wir sind bei Formel 1. Allora, wollen wir mal guten Abend sagen, den ganzen Gesellen und Gesellinnen. Ui, wurde hier schon wieder viel geschrieben. Der Herr Teebeutel, guten Abend, salü, guten Abend, Herr Zockt. Ich sage nochmal, genau, das ist ja der Lepando. Würde gerne wieder mitfahren, das musst du mir nicht jedes Mal sagen, es ist okay. Das passt, Lepando. Wenn du hier bist, dann kriegst du auch eine Einladung. Fabtendo, guten Abend, salü, salü. Moinsen hier am F1. Abigen Sonntag. Heißi macht sich ja Sorgen, wenn ich wenig schreibe. Ach, geht.
Wüsste aber nicht wie, daher schreibe ich wieder nur Moin Moin. Ist okay, gut, Fabtendo. Ne, da schreibt aber noch mehr. Diskant, du dich umbenennen? Weshalb bist du nicht mehr als Lepandri? Achso, ja, weil es halt eben, das ist ein Account von seinem Freund. Er kann ja nicht den Account vom Freund umbenennen. Also kann er wahrscheinlich schon, aber das macht man ja nicht. Der Freund hat ja wahrscheinlich, es hat ja einen Grund, warum der Freund den Namen, den Kanalnamen oder den Twitch, den Nickname so genannt hat. Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt umbenennen. Hey, ich bin ja, guten Abend. Salü, salü. Servus, heiße und Chat. Die heutigen Tage lauten Tag der Wikipedia. Das ist ein schöner Tag. Tag der Flüchtlinge. Ist ein unschöner Tag, aber ein wichtiger. Tag der Religion ist für mich ein komplett uninteressanter Tag. Ich bin kein Fan von Religionen. Das könnte ich jetzt hier breit treten, warum, aber ich glaube, das führt ein bisschen zu weit. Aber das ist für mich komplett uninteressant tatsächlich. Tag des Schlaglochs. Ja, als Rollerfahrer bin ich nicht Fan von Schlaglöchern. Das kann ich tatsächlich offen zugeben. Die machen nicht so richtig Laune. Tag des Bagels. Was ist denn ein Bagel? Ich kenne ein Baguette. Ein Bagel. Bagels. Keine Ahnung, was das ist, muss ich gestehen. Tag des Hutes, das weiß ich. Das ist das, was man auf dem Kopf trägt, neben den Haaren. Im Idealfall. Tag des frisch gepressten Fruchtsafts. Das ist auch wieder gut. So wie Tag des Erdbeereises. Das ist sogar sehr gut. Erdbeereis ist natürlich was sehr Leckeres. Ich esse eigentlich grundsätzlich zu wenig Eis, wenn ich mir das so überlege. Da wäre mal wieder fällig, dass ich da mal wieder zuschlage. Jetzt wird es ja dann irgendwann Sommer. Das dauert auch nicht mehr ewig. Da kann ich dann wieder. Austria 1985. Guten Abend. Andi, hallöchen. Salü, salü. Mein alter Account wurde gehackt. Das ist natürlich doof. Und deswegen wollte ich fragen, ob mich einer als Lepando nicken kann. Das musst du schon selber machen. Wir haben doch keinen Zugriff auf den Kanal, bei dem du jetzt gerade bist. Ich würde aber, wenn das halt wirklich ein Kanal, also der Kanal ist von einem Freund, würde ich vielleicht den Freund erstmal fragen, ob es okay ist, wenn du den umtauschst. Oder sonst das kleine Tipp, du hast ja, wie soll ich sagen, Lepando, du hast ja nicht irgendwie einen Twitch-Kanal, wo du streamst, nehme ich an, sondern das ist einfach dein Twitch-Kanal. Mach einen neuen. Mach einfach einen neuen. Ist doch egal. Interessiert doch eigentlich keinen. Da kannst du dich wieder Lepando nennen. Das passt dann ja wieder. Joel, hallöchen. Guten Abend. Ich kann heute nicht mitfahren. Liege flach im Bett mit Gliederschmerzen. Es ist ein Kreuz. Joel, ich habe fast sowas vermutet tatsächlich gestern. Du hast gestern schon nicht wirklich fit gewirkt. Ja, dann wünsche ich natürlich gute Besserung. Schade, dass du nicht mitfahren kannst, aber... Ja, wir hatten ja letzten Sonntag auch keinen Formel 1, weil ich da flach lag. Das geht einfach nicht. Also wenn du halt wirklich Gliederschmerzen hast und eine Grippe und Fieber und Zeugs und Sachen, da hast du keinen Nerv, dann irgendwie vorm PC zu sitzen mit Lenkrad und Zeug. Also das geht halt einfach nicht. Verstehe ich. Gute Besserung. Holger W., hallöchen, salü. Hallo zusammen, schönen Abend. Dankeschön, wünsche ich euch natürlich auch. Dann noch vielen lieben Dank an den Marco, huhu, Giringelli, huhu, für den Resub im 20. Monat. Und dem lieben Meltanica noch, besten Dank, auch ein Resub im 20. Monat. Wow, Meltanica ist wirklich auch schon lange dabei. Vielen lieben Dank, hat's gebimmelt? Habe ich gar nicht mitgekriegt bei Meltanica. Also der Resub von Marco ist vom Nachmittag. Aber das Meltanica-Ding, das habe ich jetzt gar nicht gehört. Das müsste eigentlich... Lass mich mal gucken. Doch, ist aktiviert. Also eigentlich müsste es bimmeln, von daher... So, wo bin ich stehen geblieben? Beim lieben Arni. Hallo Heisi und alle zusammen. Hallöchen, mein guter Arni. Haben wir da, habe ich jetzt die Gitti übersehen? Nein, ich hoffe, der Gitti geht's gut. Oder sehe ich es einfach nicht? Nö, keine Gitti. Alles okay, ich hoffe mal. Herr Gelle, guten Abend. Salü, salü. Auch wieder hier. Ich hoffe, du hast die Schießereien gut überlebt. Also unsere. Und hat ein bisschen Spaß gemacht. Ging ja dann doch wieder relativ lang. Wie kann ich mich nicken? Ich weiß nicht, wie du dich nicken kannst. Das möchte ich, glaube ich, auch gar nicht wissen. Andi, danke für die 10 Bits. Besten Dank für die Unterstützung. Lieb von dir. Dankeschön. Lieber Lepando, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber bei gewissen Fragen kann man auch einfach mal Google nutzen. Das ist eine durchaus selige Erfindung, diese Webseite, wenn man Sachen sucht. Das funktioniert. Aber wenn du dich bei Twitch umbenennen willst, und ich weiß, wie es geht, bei Google eingibst, Twitch Name ändern, du wirst fündig, da bin ich fast sicher. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, weil ich brauch's nicht. Gitti liegt flach, oje. Auch das noch, aber schöne Grüße. Ja eben, aber das siehst du mal, Arni. Wenn die Gitti mal fehlt, dann läuft ja der ganze Chat amok bald schon, wo denn die Gitti ist. Und mir ist es natürlich auch aufgefallen. Ja, dann an Gitti auch nochmal gute Besserung. Das ist ja schon übel, dass irgendwie geht, hat echt überall gerade was rum. Also jeden, den ich kenne, der war oder ist im Moment gerade krank.
Musicraft Gaming, danke für den Resub im 15. Monat. Guten Abend zusammen, gerade eben aus Wien gekommen. Es ist schon perfekt, blaue Schrift auf blauem Grund. Wer findet denn sowas? Ich kann es fast nicht lesen. Und jetzt freue ich mich schon auf das Rennen im mittlerweile 15. Monat. Ja, auch krass, 15. Monat. Das ist ja doch ein Jahr und drei Monate dann. Dann ihr Cat-Fan, Hallöchen. Salü, salü, mein Guter. Lieber Garak. Garak hat ein Abo gekriegt vom lieben Juvo. So rum muss ich sagen. Juvo, danke für das Abo an Garak. Ich hoffe, Garak hat da ein bisschen Freude mit. Guten Abend zusammen, schreibt der Daniel. Um 20.20 Uhr gibt es wie immer die Feuersage. Guten Abend, Brigitte. Guten Abend, Heisi. Guten Abend, Adi. Guten Abend, Gelle. 20.20 Uhr ist perfekt. Das passt hervorragend. Dann können wir... Ja, ich würde sagen, so mit dem Qualify starten wir so um 5 nach halbe. 5 nach halbe, 20 vor. So um den Dreh rum wäre ungefähr die Idee. Genau, liebe Grüße, gute Besserung. Da schließe ich mich gerne nochmal an. Also für den Joel und für die Gitti, für alle beide natürlich. DJ Kalcha, Löchen, Salü. Ja, und jetzt wird dem Lepanto eh geholfen, wie man das Profilbild und so weiter ändern kann. Okay, aber ich würde halt nochmal sagen, ist ja egal, aber im Endeffekt, du kannst nicht, wenn du beim eingeloggt bist bei einem Freund im Kanal, den Namen ändern. Das ist nicht dein Kanal. Also ich würde den zumindest erstmal fragen, ob du das darfst. Und sonst erstell einen neuen Kanal. Also es ist ja wirklich dermaßen egal. Wenn ihr nicht ein Twitch-Streamer seid, der 100.000 Follower hat, dann kann man da einfach als Zuschauer, wenn man den Kanal hat, einen neuen erstellen. Also das ist ja keine Arbeit, denke ich mal. Aber wer hackt denn auch Kanäle, die irgendwie nicht streamen? Also das ist ja auch irgendwie ganz interessant. Naja. Dödelödöm, da haben wir überall guten Abend. Genau, macht ihr einfach einen neuen. Das schreiben alle. Der Daniel schreibt es, alle schreiben es. Das ist absolut richtig, sehe ich auch so. Das ist ja wirklich kein Problem. Magier, guten Abend. Hallöchen, salü. Wir haben eigentlich eine Tabelle, haben wir schon, aber ich habe es jetzt noch nicht aufgemacht, weil die ist noch nicht groß aussagekräftig, natürlich nach einem Rennen. Aber wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ist der Magier dort Erster. Der hat das letzte Rennen, glaube ich, gewonnen. Und ich bin auf der 5, weil ich Fünfter wurde im letzten Rennen. Mal gucken, ob ich da heute dann weiter vorne bin oder weiter hinten. Ich habe so eine Tendenz, so für mich, was ich glaube. Lenny2K, guten Abend, Hallöchen, salü, salü. Ist heiße eingeschlafen, schon 20 Uhr. Zwei, nee, eben, Gelle. Ich musste noch ein paar Seiten suchen, die ich gerade auf Anhieb nicht gefunden habe. Das kann mal vorkommen. 11 Timo, guten Abend. Salü, kenne ich noch von gestern tatsächlich. Weiß einer, wann der Stream von gestern auf YouTube online kommt? Ja, jetzt. Also seit 15 Minuten um 8 ist der online gegangen. Ihr dürft aber auch gerne hier bleiben, weil der Stream von gestern, der bleibt erhalten. Also den könnt ihr auch später noch gucken tatsächlich. Und der dauert sowieso 6 Stunden. Das kriegt ihr sowieso nicht in einem Stück durch. So, und das ist halt so, das habe ich schon mal erklärt. Du darfst halt als Affiliate-Partner, was ich bei Twitch bin, nicht streamen und dann gleich anschließend das Ganze veröffentlichen auf Twitch, sondern dann gibt es ein 24-Stunden-Embargo. Und deswegen sind die Streams, die ich mache, das wird auch bei dem nicht anders sein, die kommen immer am Tag nach dem Stream, um 20 Uhr kommen die online bei YouTube. So, als kleine Information. Sound passt, hatten wir schon. Archie Baby, Hallöchen. Archie ist sicher wieder sehr stark heute, kann ich mir gut vorstellen. Der macht ja auch nichts anderes in Formel 1 fahren den ganzen Tag. Nein, stimmt so auch nicht wirklich. Da haben wir guten Abend. Genau, da schreiben wir alle wegen 20 Uhr. Guten Abend, Sarah C. Gaming. Hallöchen, schön, dass du da bist. Und der Herr Taurus 11163. Guten Abend, Hallöchen. Guten Abend, PUBG-Stream fehlt auf YouTube und FIFA folgen heute auch. Nee, also PUBG müsste da sein. Moment, da muss ich stehen. Oder, habe ich das falsche Datum eingestellt? Das kann sein, weil das habe ich mitten in der Nacht gemacht. Da könntest du recht haben. Dann schalte ich den schnell frei. Moment. Ja, fehlt. Okay, das kann ich ändern. Aber die FIFA-Folge fiel aus, weil ich kann nicht 6 Stunden am Samstag streamen. Davor habe ich aufgenommen. Heute habe ich wieder aufgenommen. Habe jetzt wieder Formel 1 streamen. Also deswegen die Formel 1. Teile, die Formel 1 Teile sage ich schon. Die FIFA Teile, ich hoffe, dass ich am Dienstag wieder einen hinkriege. Das muss ich schnell gucken. Ja, das kann ich einfach auf Veröffentlichen setzen, wenn ich da... Warum kann ich das nicht auf Veröffentlichen setzen? Ah, hier, öffentlich. Okay, also PUBG ist jetzt online. Aber gut, dass ihr es gesagt habt, tatsächlich. Der war nicht online.
Das ist auch relativ schnell erklärt. Das habe ich gestern Nacht noch hochgeladen, eingestellt, Thumbnail gemacht und so weiter. Moment mal, F5. Na? Wo bin ich jetzt gelandet? Ne, jetzt bin ich beim... Ja, jetzt ist er da. Okay, einfach nochmal kontrolliert. Ja, gestern Nacht hochgeladen und YouTube, wenn du das einstellst, die machen das immer auf den Folgetag automatisch. Du kannst natürlich das regulieren. Und normalerweise stimmt es ja. Also wenn ich einen Tag vorher eine Transportführerfolge aufnehme und die heute hochlade und die soll morgen rauskommen, stimmt es ja. Aber ich habe da halt dann automatisch auf OK geklickt und das heißt, die wäre jetzt morgen Abend erst rausgekommen. Diese Folge tatsächlich. Formel 1 Frage an Heisi. Ich und Formel 1? Welches F1-Team hat den Hauptsitz in der Schweiz, Stand heute? Ja, früher war es Sauber. Ist mit Sicherheit immer noch Sauber, aber die sind nicht mehr Sauber, also. Nicht mehr Sauber alleine. Was ist das jetzt? Red Bull oder sowas? Mercedes? Ich weiß es tatsächlich nicht. Leute, ich bin tatsächlich kein Formel 1-Kenner, absolut nicht. Mir taugt das Spiel, deswegen spiele ich es. Aber ansonsten, das habe ich schon mal gesagt, ich bin Fußballfreak tatsächlich. Beim Fußball kenne ich mich ein bisschen besser aus. Genau, FIFA gibt es nicht aufgrund Zeitmangels. Das ist richtig, der Spinne hat mir schon bei Discord geschrieben deswegen. Er hat sich da auch schon beschwert. Aber der PUBG-Stream ist jetzt online. Freue mich schon auf den nächsten PUBG-Stream. Ja, 11 Timo, ich mich auch. Wie gesagt, das ist halt, das ist so grob gesagt alle 2 Wochen. Also am nächsten Samstag ist vermutlich nichts. Und am Samstag drauf ist dann wieder ein Turnier. Aber ich kündige das ja auch immer an. Wenn ihr irgendwie den Kanal abonniert habt, dann oder hier ein Follow habt oder ein Abo, dann werdet ihr da auch informiert werden. Gestern ein Making-of von Netflix gesehen von Die Erde bei Nacht in Farben. Aha. Danach noch so eine Normalo-TV gesehen und auf RTL gestoßen. Das ist nie gut. War nicht so gut, das glaube ich. Es lief DSDS und es sind 50 Hirnzellen gestorben. 30 liegen immer noch im Koma. Ja, Fabtendo, da muss ich dich erschrecken. Die wachen auch nie mehr auf. Also nicht, wenn du auf RTL DSDS guckst. Dann ist es vorbei. Der Joel schreibt, müsste Haas sein? Echt jetzt? Nö. Heisi wird wieder zum Roboter. Oh nö, echt? Ist wieder die Stimme irgendwie komisch? Da schreibt aber sonst keiner. Nee, ich bin kein Roboter. Liegt bestimmt an dir. Also wir hatten schon das Problem tatsächlich, dass das Mikrofon ja meine Marke hatte. Aber dann schreiben es normalerweise alle. Ansonsten, wenn es komisch klingt, drück mal F5 und reload den Stream. Das funktioniert in der Regel ja auch. Saletti Polymechanical. Hallöchen, guten Abend. Ja, ich bin, schreibt auch, muss ein Fehler bei dir sein. Ist bei mir nicht so. Da bin ich beruhigt, dann ist das Mikrofon in Ordnung. Sauberweiß aus der Schweiz, genau. Eben, ja, habe ich ja auch gesagt, Gelle. Richtig. Auflösung sauber, beziehungsweise uns bekannt als Alfa Romeo. Ach, sind die jetzt echt Alfa Romeo sauber? Okay. Ja, das war ja der Peter Sauber selber. Also, das Team heißt ja nicht einfach sauber, weil sie sauber heißen, sondern das heißt so, weil der Peter Sauber da der Chef war, der Besitzer eigentlich. Schon nicht schlecht, Rennstallbesitzer. Also, das muss man erstmal werden. MVG, Hallöchen, guten Abend. Koppelgruke, Hallöchen, auch ein PUBG-Jünger von gestern. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen halbwegs richtig aus. Koppelgruke, das muss man erstmal aussprechen können. Aber ich weiß, wer du bist. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Schaust du mit Mobile-Daten, dann liegt es daran, weil mobiles Datennetz... Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit tatsächlich. Wenn man mit dem Handy guckt und kein gutes Netz hat, dann kann es sein, dass beim Audio gespart wird. Und dann die Stimme halt ein bisschen anders klingt, das ist möglich. Aber mir ist halt wichtig, wenn das jemand schreibt, wenn das, genau wie ihr es gemacht habt, dass dann gerne bitte die anderen schreiben, bei mir ist es okay, weil dann weiß ich, dass es nicht an mir liegt. Weil wenn bei mir alles normal läuft, ich habe keinen Einfluss darauf, wie das bei euch dann ankommt. Wisst ihr, was ich meine? Beim Endverbraucher. Ich kann nur gucken, dass das hier halbwegs funktioniert. Und das tut es ja, wenn ihr schreibt, ist okay, ist es ja auch okay. Tag der roten Ampel mag auch niemand, ja. Hattest du den? Unschön.
Heisi, hör auf, über Eis zu reden. Ich bekomme Lust auf Eis und habe kein Ziel. Ja, seht ihr? Und gestern hatte ich das Problem, dass die ganze Zeit von irgendwelchem Schweinebraten erzählt wurde. Und ich hatte dann einfach irgendwie 3 Stunden oder 4 Stunden lang hatte ich Lust auf Schweinebraten während dem PUBG-Stream. Das ist ablenkend. Man kann sich dann nicht so schön aufs Schießen konzentrieren, wenn man die ganze Zeit einen Schweinebraten im Kopf hat. Das geht nicht. Aussprechen tut man Backel-B-Igel. Was ist das denn? Das ist sowas wie ein salziger Donut. Ach, ein Gebäckstück mit einem Loch in der Mitte. Ja, das wäre ein salziger Donut dann, tatsächlich. Ein Backelbiegel. Habe ich echt noch gar nie gehört. Gibt es bei uns, glaube ich, nicht. PUBG-Streaming noch nicht online. Ja, das habe ich geändert. Das passt jetzt. Wir haben die Vorhersage schon. Kommt Heisi heute in die Top 9, also nicht die Top 10, sondern die Top 9. Da haben wir 18.000, oh, das ist knapp, 18.000 sagen ja, schafft er. 17.000 Punkte sagen nein, schafft er nicht. Und ich sage, keine Ahnung, ich werde sehen, wenn ich fahre. Gitti hat Kopfweh und schaut heute nur zu, oh je. Aber schöne Grüße an dich gehen raus. An mich? Danke, das ist lieb, liebe Gitti. Dann dir doch mal wirklich gute Besserung, das ist natürlich Käse. Und Kopfweh ist halt immer Mist, das ist ganz klar. Es ist halt immer Mist, wenn man was hat. Ob es nun Kopfweh ist oder Bauchweh. Oder eben diese Käsegrippe von mir letzte Woche. War nicht so schön. Es war tatsächlich nicht so schön. Ja, eben das mit dem PUBG haben wir geklärt. Usercraft Gaming, da haben wir den Ries abgehabt. Genau. Kann ich weiter düsen? Ja, eben bei mir ist halt immer das Problem. Taurus, ich komme halt nicht hinterher beim Chat tatsächlich. Das ist auch etwas sehr Schönes. Das ist natürlich ein Riesenkompliment für euch. Das ist ein relativ kleiner Twitch-Kanal. Das ist sogar ein sehr kleiner Twitch-Kanal. Aber wir haben eine Frequenz im Chat drin. Da wäre manch großer froh drüber. Das hat aber halt auch zur Folge, dass ich nicht hinterherkomme. Das heißt, wenn ihr was geschrieben habt und ich nehme darauf noch keinen Bezug, dann habe ich es nicht überlesen, sondern ich war vielleicht noch nicht bei der Stelle. Das heißt, ihr müsst es nicht 10-mal reinschreiben. Irgendwann komme ich zu der Stelle und dann sehe ich es ja dann. War kein Problem mit dem Stream. Nebenher habe ich mich mit spanischen Amateurfußballseiten beschäftigt. Das braucht sein Zeit. Achso, ja, das hast du eh gesagt, Gelle. Stimmt, dass dir die spanischen Fußballseiten spanisch vorkommen. Genau, stimmt. Ich habe heute ein giftiges Dampfdestillat übers Bein geschüttet. Aua. Seitdem zieht es da ein wenig. Ich glaube, ich muss mal zum Arzt. Ja, ich bin nicht Arzt. Ich kann dir da nicht weiterhelfen. Aber sagen wir mal so, also ein giftiges Dampfdestillat, wenn es denn weh tut. Vor allem, wenn es morgen noch weh tut, da bin ich auch mal zum Arzt. Weil das kann, je nachdem, ja, halt eine Verätzung ist natürlich nichts Schönes, das ist ganz klar. Genau, was macht denn der Spinne wieder für Sachen? Das habe ich mir auch gerade gefragt. Ist noch nicht online? Doch, jetzt ist aber online. Doch, Taurus, aber dann... Ja, gut, eben, du hast das halt ein paar Mal geschrieben. Heute ist nur TPF erschienen. Ja, ist auch nur eben. Das mit FIFA habe ich erklärt. Ich bin gestern nicht zum FIFA-Aufnehmen gekommen. Wenn ich abends dann noch 6 Stunden PUBG-Stream habe, davor halt Transportfieber dann aufgenommen und dann habe ich halt noch andere Sachen zu tun jeweils. Deswegen hat es keine FIFA gegeben. Und morgen gibt es auch keins, weil ich heute auch nicht dazu gekommen bin. Aber ich plane schon. Also morgen ist Montag. Da müsste ich wieder mal zu FIFA kommen tatsächlich. Ist dann noch ein schwieriges Spiel. Das ist dann genau das Pokalspiel gegen Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach, mit unserem Zweitligaverein. Kann dann auch noch eher schwierig werden, tatsächlich. Wie spät haben wir es denn? Ja, wir haben ja noch ein paar Minuten. Das müsste auf 3800 Meter sein mit der Bahnstation. Habe ich das überlesen? Ach, jetzt lese ich schon eine Antwort, bevor ich die Frage lese. Die heutige Geografiefrage, auf wie vielen Metern liegt die höchste Bahnstation der Schweiz, die gleichzeitig die höchste Europas ist? Ich habe jetzt das gelesen, was Gelle geschrieben hat, aber ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Puh, die höchste Bahnstation der Schweiz, die gleichzeitig die höchste Europas ist. Kann ich so nicht beantworten, da müsste ich tatsächlich irgendwie schätzen. Und ich bin halt im Schätzen, bin ich irgendwie nicht so der Chef. Ich sag mal irgendwie 2800 Meter, ich gehe mal 1000 Meter unter Gelles Schätzung. Und bin gespannt, was rauskommt. Herr Zockt, ich werde mich morgen drum kümmern. Le Pando, mach, wenn du Zeit hast. Du machst das ja nicht für mich. Nehme ich mal an. F1 sollen auch einige neue Marken geben. Aha, aber in der nächsten Saison dann wahrscheinlich. Was haben wir denn bei der Vorhersage inzwischen? Wir haben... Ja, doch, ja, wir haben das 31.000 sagen...
Schaffe ich unter die Top 9 und irgendwie 18.000 oder 19.000 sind bei 9. Schafft er nicht. Ich bin gespannt. Die Erde in Farben. Die Erde bei Farben in Nacht, das hatten wir schon. Achso, ist eine Naturdoku-Serie mit meiner ernsten und empfindlichsten Kameras. Sicherlich uninteressant. Ich muss aber gestehen, ich finde fast das Weltall nachts interessanter. Aber dann brauchst du, da musst du halt die Lichtverschmutzung weghaben, tatsächlich. Da musst du irgendwie in einem Wald sein oder so. Das ist der Nebel und du siehst Planeten halt, aber Sterne natürlich. Sonne ohne Ende. Also das ist ganz krass, was da oben alles ist. Ich habe zu Neujahr, Entschuldigung, ich habe zu Neujahr erst nochmal einen Bericht über die Jungfrau Jochbar gesehen. Ah, ich wusste nur noch, dass es über 3000 Meter waren. Okay, weiß ich tatsächlich nicht. Weiß ich tatsächlich nicht, kann ich nicht sagen. Ich bin gespannt, was da als Auflösung dann kommt. Luki Toni, Herr Spalter, Umkehr, Aufsetz, Drüsel, Brüsel. Guten Tag, Herr Kollege. Salut, Luki Toni, Hallöchen. Und Locke 1986, guten Abend, Hallöchen. Salut. Gladbach ist diese Saison im Pokal im Real Life in Darmstadt ausgeschieden. Ach, hatten wir nicht Darmstadt gerade eben bei FIFA? Mit unserem Heisenberg zockt FC? Haben wir, glaube ich, geschlagen, wenn ich mich nicht täusche. Aber das ist natürlich nur ein Spiel. Also ich gehe mal davon aus, dass halt Gladbach, die eine Liga höher sind, jetzt beim FIFA-Spiel, dass die schon stärker sind als wir wahrscheinlich. Aber wir haben auch eine gute Mannschaft. Also das Spiel ist noch nicht verloren. Aber sagen wir mal so, wenn wir jetzt da ausscheiden würden, ja, dann tun wir das halt. Also dann machen wir das mit Anstand, würde ich sagen. Wo ist eigentlich Meltanica? Meltanica hat einen Resub gemacht. Also der ist schon da, der müsste schon da sein tatsächlich. Ihr habt die Auflösung überscrollt. Oh, okay. Moment. Alfa Romeo, nee, das kann es nicht sein. da. Da war der Herr Gelle knapp dran. Die höchste Bahnstation befindet sich 3454 Meter auf dem Jungfraujoch im Kanton Bern. Okay, das kenne ich sogar noch, das Jungfraujoch. Ja, ist schon krass. 3400 Meter ist natürlich, das ist eine gewisse Höhe. Tatsächlich. Porsche soll ab F1 2026 mitfahren. Da warte ich eigentlich sowieso schon die ganze Zeit drauf, dass Porsche sich da mal noch einklingt. Tatsächlich. Das ist ja nicht so abwegig. Porsche ist eine relativ bekannte Automarke, eine erfolgreiche. Also, dass die da mal noch einsteigen. Genau, ich habe es überlesen, habe es aber jetzt gerade noch. Ja, wieder gleich alle schreiben, du hast die Antworten überlesen. Jetzt habe ich es gelesen, eben die Jungfrau Jochbahn. Ja, und 3400 Meter ist natürlich ordentlich. Das ist 3000 Meter höher, als wo ich hier sitze. Ich sitze hier genau auf 400 Metern über dem Meer tatsächlich. Gestern habe ich 30.000 Kekse verloren. Ei, ja, aus der, da bist du natürlich selber schuld. Wobei, ja, das ist halt immer das ist immer tricky bei den Vorhersagen. Die sind natürlich schon so gepolt, dass es halt beide Richtungen erwischen kann. Und gestern hast du, da bist du natürlich relativ knapp gescheitert sozusagen, wenn du gestimmt hast, dass ich keine Einzelwertung gewinne. Weil es war ja wirklich die allerletzte Map auf den allerletzten Drücker. Also wenn ich die nicht gewonnen hätte, hättest du die 30.000 Kekse behalten wahrscheinlich. Ich freue mich, wenn Leute meine Fragen wertschätzen. Ja, das ist auch schön, weil die sind immer gut, die Fragen. Also das muss man ja wirklich auch mal sagen. Die Quizfragen, die Geografiefragen von mir spinne, die haben immer Gehalt. Also das sind schon immer Sachen, wo ich denke, cool, eigentlich eine gute Frage. Ich sage es halt nicht jedes Mal, aber ich denke praktisch jedes Mal, ja, das ist eigentlich eine coole Frage. Und in der Regel weiß ich die Antwort nicht. Ja, das sind das Blöde, aber dafür kann der Spinne nichts. Porsche baut auch sportliche Wagen. Ja, ja klar, zum Teil auch schon zu GT4 oder GT3 Rennserien, von daher liegt es sehr nahe. Eben, ja, ja, ist ja klar, die bauen im Prinzip schon Rennwagen. Ich kenne mich im Motorsport halt nicht so wahnsinnig aus, aber das ist tatsächlich, ich habe mich als Kind tatsächlich schon gewundert, warum ausgerechnet Porsche nicht in der Formel 1 vertreten ist. Dafür eben dann Alfa Romeo. Also nichts gegen Alfa Romeo, aber ein Alfa Romeo verglichen mit einem Porsche bei Serienwagen. Sagen wir mal so, ich wüsste, welchen Wagen das ich nehmen würde. Es wäre wahrscheinlich nicht der Alfa Romeo. Vermutlich nicht. Audi kommt 2026 auch zur Formel 1. Audi, okay. Ja gut, das dauert ja noch ein Momentchen. 2026 haben wir schon wieder. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. 3, 4, ist da nicht schon wieder eine WM? Doch. Doch, da ist wieder eine WM, eine Fußball-WM. Mit ein bisschen Glück an einem besseren Ort. Wo ist denn die nächste Fußball-WM? Ach, Amerika, Mexiko und nochmal irgendwo aus. Kanada? Irgendwie sowas. Das ist wieder verteilt auf verschiedene Länder. Aber das ist alles besser wie das, was wir hatten. Also von daher.
Gut. Genau, Andi wird dann zu Audi wechseln. Davon kannst du ausgehen, Joel. Das nehme ich dann mal stark an, wahrscheinlich schon. Okay, Leute, machen wir kurz eine Pause. Da kann ich hier die Sachen installieren. Und danach geht es gleich ins Qualifying in Saudi-Arabien. Ja, und dann heißt es gucken, dass ich da vernünftig rumkomme. Also ich werde halt wirklich die erste Runde wahrscheinlich, da muss ich ein bisschen... Nee, ich muss nicht Piano fahren, das ist ein Qualifier, spielt eigentlich keine Rolle. Aber ich muss in der ersten Runde ein bisschen Wegfindung betreiben und die Strecke nochmal ein bisschen ins Gedächtnis rufen. Das heißt, vielleicht eine schnelle Runde gibt es dann erst in der zweiten oder dritten Runde, werden wir sehen. Also gut, dann werde ich hier mal eintragen, was es einzutragen gibt. Nämlich hier F1-22. Sehr gut, das müsste passen. Können wir das schließen, das ziehen wir hier rüber. Meinen Lenkradtreiber habe ich schon offen, das ist sehr gut. Weil da muss ich wieder gucken, wenn es den wieder verstellt, da habe ich wieder Probleme, das ist ganz klar. Und die möchte ich nicht haben. So, einmal diesen. Gut, also, dann machen wir schnell, wenn ich es denn hinkriege. Schnell 5 Minuten Pause, holt euch noch was zu trinken schön und dann macht es euch gemütlich und dann geht es ja auch schon los mit der wilden Raserei. Gut, kurze Pause, bis gleich. So, da bin ich wieder. Auf geht's. Haben wir noch was? Was auch komisch finde, Lambo fehlt auch in F1. Ja, stimmt. Ja, die fehlen natürlich auch Lamborghini, klar. Genau, und der Andi, der wechselt dann zu Audi. Der Audi wechselt dann zu Andi. Was habe ich jetzt gesagt? Der Andi wechselt dann zu Audi. So rum müsste es Sinn ergeben. Gut, eine Einladung habe ich schon von Metallica. Besten Dank. Ich muss das ja aber mittlerweile anders machen, tatsächlich. Mit der Einmeldung von Steam, mit der Anmeldung von Steam oder der Einladung funktioniert es bei mir nicht mehr. Das hatten wir ja schon. Ich muss oben hier mit den Menüs wechseln. Und das werde ich jetzt auch
Upsa, das werde ich jetzt auch gleich machen. Habe ich wieder noch blödes Rülpswasser getrunken? Gibt's doch nicht. Gut, wir können rüber, damit ihr auch ein bisschen was seht. Und ich freue mich tatsächlich aufs Rennen. Ich bin halt gespannt, was ich hinkriege. Weil eben bei den letzten Rennen, da habe ich mehr Zeit gehabt zum Üben tatsächlich. Da bist du eine Woche krank und denkst, eigentlich könnte man dann ja, aber denkst du, ja gut, aber es ist eben, es ist halt so, wenn du halt krank bist, ist halt Käse, dann habe ich keine Lust, das Lenkrad zu installieren und so weiter. Das ist tatsächlich auch so. 20 ganze Kekse auf Ja gesetzt. Ui, Archie, mutig. Das ist fast schon fahrlässig. Sag mal, heute schön der Wand, hallo. Ich habe 5600 Kekse gegen dich gesetzt. Ja, soll ich jetzt für Archie fahren oder für die Spinne? Nee, ich möchte schon eigentlich, möchte schon was hinkriegen. Stilles Wasser trinken. Ja, hätte ich eh hier. Aber mir war gerade noch nach einem Schluck, kann ich ja sagen, ich kriege ja kein Geld, nach einem Schluck kaltem Orangensaft. Wobei, das ist eigentlich gar kein Rülpswasser. Das ist eigentlich auch wahr. Da ist ja kein Blubber drin. Ja, keine Ahnung. Ist ja auch Wurst. So, oh, aber nicht das. Ich habe in letzter Zeit, habe ich schon mal gemerkt, ein bisschen. Ah, ne, es geht. Ein Bug tatsächlich bei Formel 1 drin, dass er nicht verbindet. Das hatte ich schon ein, zweimal. Irgendwie bei mir ist bei einigen Spielen gerade ein bisschen der Wurm drin. Transportfieber 2 sind die ganzen Menüs ausgegraut, hatte ich heute. Teilweise ein bisschen die lästig. Nö, ich möchte nicht einkaufen. Achso, dann sollte ich vielleicht auch nicht auf Los geht's klicken. So, Lautstärke runter, das ist viel zu laut. Freunde, und dann müssen wir hier doch. Jetzt lädt es wieder irgendwie nicht. Machen wir mal nochmal. Irgendwie, das geht nicht. Okay, schauen wir hier mal. Codemasters, ne, das bringt mir gar nichts, aber das wird angezeigt, okay. War schon hier. Ah, jetzt hat's geklappt. Okay, nehmen wir an und gehen rein und gleich das Fahrzeug wählen. Sonst geht das wieder vergessen, man kennt, also man kennt mich wahrscheinlich. Ferrari, der Herr Sainz, zurück in die Lobby, sehr gut. Also, dann bitte fröhlich joinen. Ihr kriegt von Meltadica wie immer Einladungen, wenn ihr hier seid. Die mitfahren wollen. Und wer dann nicht drin ist und trotzdem mitfahren will, der bitte einfach gerne kurz in den Chat schreiben, dann nehmen wir euch noch rein. Das bedingt allerdings, dass ihr Meltanica bei Steam als Freund geaddet habt, sonst funktioniert es nicht. Und Crossplay ist aktiviert wieder, das heißt, ihr könnt auch irgendwie auf irgendeiner Konsole mitfahren. Dann habt ihr den Fiat Heise. Ja, habe ich gemacht. Wenn man so out of the nowhere erfährt, dass man morgen statt 10 Schulstunden nur 4 hat. Ja, das ist sicher nicht unangenehm. Wobei, lasst euch gesagt sein, Schule ist wichtig. Das sage ich jetzt in meinem Alter, vor 40 Jahren hätte ich noch was anderes gesagt. Aber da wusste ich noch nicht besser. So, wir haben Meltanica, Heisi, Archie Baby, Usecraft, Lenny und den Magier. Und ich nehme an, da werden noch ein paar eintrudeln. Die ich sogar namentlich schon nennen könnte. Aber das dauert halt immer ein Momentchen. Und ich glaube, es ist für Meltanica tatsächlich immer noch mühsamer, so wie die alte Version, dass er via Steam Leute einlädt. Weiß gar nicht, irgendwie, Meltanica hat immer erzählt gehabt, dass sich das Menü dauernd schließt. Also jedes Mal, wenn er einen eingeladen hat, war er wieder, glaube ich, in der Lobby. Und dann musst du natürlich wieder zu Einladungen, wieder den Namen suchen. Macht das Ganze nicht wirklich schneller. So, jetzt ist noch dazugekommen, wo wir sind, wir stehen geblieben. Usecraft Magier haben wir natürlich, Lenny, Molimo, den guten Arnie. Der fährt wieder vorne weg bei mir. Also das ist wahrscheinlich wieder der eins vor mir ist. Ja, manchmal ist er auch mehrere vor mir. Nicht nur eins tatsächlich. So, mein Treiber ist noch dort, wo er sein soll. Mit der Zahl. Das heißt, ich kann vernünftig lenken. Da bin ich schon mal froh. So, haben wir noch ein paar? Weil das sind dann doch ein paar sehr wenige. Also da komme ich unter die ersten 9. Wenn wir irgendwie 8 Fahrer haben, da steht er irgendwie. Nee, das frage ich mich doch jedes Mal wieder. Ob man nicht hier muss sieht, wie viele Grad fahren. Crossplay aktiviert. Gleiche Leistung. Das ist klar. 9 wären es, glaube ich. Jetzt ist der Panda Junior noch reingekommen. Kannst du die In-Game-Musik ein bisschen leiser machen? Weil die ist laut oder du musst schreien. Oh, ist die echt so laut? Muss mal gucken, ob ich das auf die Schnelle hinkriege.
Audiomusik. Gesamtlautstärke lassen wir hier. Besser nehme ich an. Also jetzt habe ich es halbiert. Danke für den Hinweis. Das merke ich natürlich nicht, wenn ihr es nicht schreibt. Der Dominikus bräuchte noch eine Einladung. Da, weil die Musik ist sowieso uninteressant, muss ich gestehen. Also die interessiert mich tatsächlich null. So, der Dominikus ist drin. Der ist reingekommen. Und dann müsstet ihr dann schon langsam, wenn ihr mitfahren wollt, jetzt noch reinkommen. Ja, es sind wenige tatsächlich. Der Andi bräuchte nochmal eine Einladung. Dem ist der PC abgeraucht. Das kann ich ja tatsächlich selber. Ich kann Meltanica eigentlich ein bisschen helfen. Also immer vorausgesetzt, ich finde die Leute. Da haben wir doch. So, ich weiß zwar nicht, ob er die jetzt schon gebrauchen kann. Er wird wahrscheinlich den PC erst nochmal starten müssen. Usekraft ist noch reingekommen. Danke, vielen Dank. Gerne, Daniel. Eben, ich bin ja froh, wenn du das schreibst, weil ich höre das nicht. Ich habe einen anderen Sound hier. Also das ist natürlich schon nicht die Idee, dass ich euch mit dieser komischen Musik zumülle. Und das ist heutzutage relativ einfach. Du hast halt verschiedene Audio-Dinger. Du kannst die Musik leiser machen, du kannst den Fahrer leiser machen. Das war früher natürlich alles anders, das weiß ich noch. Da gab es eine Lautstärke. Command & Conquer, wenn da die Sprache zu laut war, war sie zu laut. Konntest du nichts machen. Und das war sie, glaube ich, zu Beginn eben auch. Irgendwann gab es, glaube ich, einen Patch. Weil ich weiß, das hat dich die haben dich regelrecht angeschrien, wenn die geredet haben. Das war schon nicht unbedingt sehr gut. Dann haben wir wieder den Troller HD, der Mann mit dem schrägen Namen, wo ich jedes Mal denke, das bringt Unheil. Aber der Troller HD ist ein Kollege von, weiß ich gar nicht, von irgendjemandem, der mitfährt, ist das ein Kollege, glaube ich. Wo ist der F1-Zerstörer? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Teebeutel fahr ordentlich. Gerne, ja. Das wäre schön. Der hat wohl keine Lust, mein PC. Oh je, Andi, echt jetzt? Ja, versuch's mal nochmal. Also eine Einladung hast du. Ich schicke dir nochmal eine. Stimmt, von Meltanica, der Kollege. Das könnte sogar sein, da der Troller. Na, wo ist er denn? Da. Der Burner Andreas. Versuchen wir es nochmal. Jetzt ist der Usekraft rausgeflogen. Leute, was ist denn los? Gibt's doch nicht. Usekraft habe ich hier nicht in der Liste. Das müsste Meltanica tatsächlich machen. Oder habe ich dich überlesen? Nein. Blocky, Archer, nö. Ah, hat er schon gekriegt. Sehr gut. Very good, very good, very good. So, wir warten nochmal schnell wegen Andi. Außer Andi schreibt, das wird nichts mehr. Dann würden wir loslegen. Weil Andi kann im Prinzip theoretisch nachher immer noch rein. Falls der PC dann plötzlich mitmachen würde. Wissen wir ja nicht. Jo, aber es sind schon wenige. Also ich weiß nicht, gibt es Leute, die die Strecke nicht mögen? Heute ist ja ein ganz normaler Tag. Also ganz normaler Sonntag. Nein, viel KI nicht gut. Nein, das ist wahr. Viel KI schlecht. Da ist er ja, der F1-Zerstörer. Hallöchen, guten Abend. Fährst du noch mit der F1-Zerstörer? Dann müsstest du dich aber jetzt booten. Weil eigentlich fangen wir jetzt dann gleich an. In 2-3 Minuten würde ich vorschlagen. Also spätestens in 2-3 Minuten. Ja, viel KI ist halt schon nicht ideal. Wie viele haben wir denn? 11 Leute wären es. Da müsste ich eigentlich unter die ersten 9 kommen, aber das ist halt auch nicht gesagt. Wenn ich natürlich wieder einen Dreher habe und irgendwie, keine Ahnung, andere Probleme, dann komme ich selbst bei 11 Fahrern nicht, nicht unter die ersten 9. Wenn die anderen schneller sind. Allora, wie sieht's aus, F1-Zerstörer? Mitfahren oder nicht mitfahren? Sonst würden wir tatsächlich dann langsam anfangen, würde ich vorschlagen. Wie gesagt, man kann auch nachher ja noch reinjoinen, so ist es nicht. Man braucht, glaube ich, einfach eine Einladung. Ich fahre einfach mit, keine Lust auf viel KI. Das ist nett von dir. Also du fährst mit, einfach so mal, aber hast keine Lust auf viel KI. Ja gut, eben, wir haben halt jetzt relativ viel KI. Aber wenn du natürlich noch dazu kommst, haben wir eine KI weniger. Also von daher ist das durchaus sinnig. So, joint er noch oder sollen wir schon? Er kann ja nachher eigentlich tatsächlich auch noch reinkommen, so ist es ja nicht. Ja, ich würde sagen, lasst uns mal anfangen. Das wird schon zu spät. Es ist tatsächlich schon 10 vor 9.
dass wir hier in die Puschen kommen. Manfred, guten Abend. Hallöchen, salü. Unser Radfahrer ist wieder da. Der wird uns wieder in die erste Kurve begleiten. Dann stehen deine Chancen gut, dass du auf Stockholm fährst. Nee, auf Stockholm nicht. Die ersten drei Plätze, die werden ausgemacht, wahrscheinlich zwischen Argent und Magier. Amolimo fehlt auch. Das heißt, da kann tatsächlich noch mal einer ranrücken. Kann man die maximale Anzahl der Spieler runtersetzen wegen KI? Ich glaube nicht. Ich denke, das hätte Meltanica wahrscheinlich gemacht, wenn er es gekonnt hätte. Das geht tatsächlich, glaube ich nicht. Also, da müssen wir halt einfach aufpassen. Das ist ganz klar. Die KI, die kennt unsere Regel nicht. Also die erste Kurve, das kann abenteuerlich werden. Ich würde halt einfach vorsichtig fahren. Ganz einfach. Das machen wir ja sowieso. Das ist ja sowieso veranschlagt bei der ersten Kurve. Von daher... Die KI ganz abstellen könnte man. Ja, aber das finde ich halt wieder langweilig. Das würde ich tatsächlich nicht. Das haben wir alles schon getestet. Wenn du tatsächlich nur 11 Fahrer hast und dann keine KI, dann hast du keine Duelle. Null. Dann fahren 5 vorne weg, dann hast du 3 in der Mitte, dann kommt da einer, dann kommt nochmal einer, dann kommt wieder einer. Und die fahren ein einsames Rennen ohne Gegner. Und das ist ja auch langweilig. Also da fahre ich lieber gegen beknackte KI, muss ich gestehen. Da kann ich wenigstens ab und zu mal noch einen vielleicht überrunden. Nicht überrunden. Überholen halt. Also das macht mehr Sinn, finde ich. Fehlercode NW7, was heißt das denn schon wieder? Versuchen wir nochmal. Oder manuell auswählen, wie viele KI-Fahrer mitfahren. Ja gut, das könnte man für ein späteres Mal, könnte man das ins Auge fassen tatsächlich. Guten Abend und viel Spaß, den Asphalt Raudis. Dankeschön, Hallöchen, Herr Rohan. Salü, salü. Ich brauche ein Setting. Moment, wo hatten wir das denn? Oh Gott, kann es sein, dass ich schon lange nicht mehr gefahren bin? Ich glaube schon. Wetterwellen? Nö. Hier und dann den. Genau, und jetzt diesen und dann diesen. Doch noch hingekriegt, ich bin begeistert. Es sind nur ein paar Wagen auf der Strecke. Das sollten wir vielleicht nutzen. Der F1-Zerstörer bräuchte nochmal eine Einladung. Wenn das irgendwie geht... 16, 14 haben wir am Flügel. Ja, das ist okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal raus. Achtung, der Wagen fährt aus. Also, ich hoffe, Meltanica hört das noch, dass er irgendwie noch einen Knopf findet, um den F1-Zerstörer nochmal einzuladen. Weil ich kenne den Fehlercode halt auch nicht. Keine Ahnung, was das ist. So, jetzt konzentrieren. Ich muss die Strecke verinnerlichen. Aua! Um mich nicht verletzen beim Fahren. Das wäre auch noch schön. So, interessante... Oh, das ist wieder eine Boxenausfahrt. Sie schmeißen dich halt einfach wieder in der Kurve raus. Allen Ernstes? Das kann auch wieder interessant werden. Ja, okay. Ich kenne die Strecke eigentlich schon wieder. Mal gucken, ob ich hier eine vernünftige Zeit hinkriege. Ich nehme an, der Sound ist okay. Ich habe ja die Musik ein bisschen leiser gemacht. Das betrifft aber eigentlich den Ingame-Sound ja eigentlich nicht. Ist eigentlich eine durchaus spaßige Strecke, finde ich. Mit langen Runden tatsächlich. Jetzt muss ich aber gestehen, ich bin nicht ganz sicher, wann das Ziel kommt, weil ich sollte ja theoretisch noch. Kommt das hier schon? Weil ich sollte ja theoretisch noch. Ja, den hier. So, dann gucken wir mal, was wir hinkriegen. Oh, das stimmt. Da ist ja ganz zu Beginn diese Killerkurve. Da kann man schon arg viel Tempo verlieren tatsächlich. Oh, da zieht es mich viel zu weit raus. Oh, das ist schon mal gar nichts. Das weiß ich jetzt schon. Lalalala. Jo, okay. Nicht ideal.
Halt, Eingang brauche ich dann schon noch. Dankeschön fürs nicht abschießen. Dann können wir das hier nochmal rausnehmen und machen gleich nochmal eine Runde. Jetzt sind wenigstens die Reifen warm. Oder sie müssten zumindest warm sein. Okay, so kann ich da nicht fahren. Das erschreckt mich geradezu ein bisschen, muss ich gestehen. Dass ich da tatsächlich dann ins Rutschen komme. Naja, gut. Jetzt wissen wir es. Jetzt werde ich halt anders fahren. So, die Runde zählt natürlich nicht. Die können wir uns schenken. Diese Runde ist irrelevant. Archie mit der schnellsten Runde. So, jetzt kann ich eigentlich schon bald wieder rauf gehen hier. Lenny mit der schnellsten. Jetzt daran denken, dass diese erste Kurve hier, die ist halt tatsächlich, die ist ganz krass, finde ich. Bisschen besser erwischt wie vorher. Ein bisschen wenigstens. Das ist halt schon ein Hin und Her, es ist... Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das ist okay. Ich muss sagen, den Treiber noch mal irgendwie sehen. Ich habe das Gefühl, dass tatsächlich die Lenkradeinstellungen schon wieder irgendwie anders sind wie vorher. Oh ja, und zwar massiv. Immer mit der schnellsten Runde. Ja, die wechseln sich dort jetzt natürlich ab. Los, Achter, da bin ich ein bisschen enttäuscht, aber es war auch keine schnelle Runde tatsächlich. Jetzt muss ich aber an die Box. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Eigentlich das Lenkrad ist eigentlich noch okay, das ist interessant. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe viel zu viel Weg. Also um eine Kurve rumzukommen, dass ich viel zu viel drehen muss. Okay, so geht's. Ah! Perfekt, Auto shorten. Differential zu hoch. Ich habe halt Archie's Setting übernommen, tatsächlich. Ich würde mal sagen, es ist halt schon so, wenn du natürlich das Lenkrad rumreißt, was ich da gemacht habe, als ich mich gedreht habe, dann ist das Differential eigentlich relativ egal. Das war ein Fahrfehler. So kannst du das Lenkrad nicht rumreißen. Habe ich eingestellt, dass ich... Ich glaube schon. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Okay, mache ich. Ja, irgendwann komme ich in die Strecke rein und dann geht es eh schon wieder viel besser. Einmal an die Box. DRS schenke ich mir jetzt mal. Aufpassen hier zu Wende, das kennen wir alles bei Boxeneinfahrten. Fährst du an das Flügel hochstellen? Ne, ich habe eigentlich wirklich, ich habe das Setting von Archie und der hat sicher ein gutes Setting. Das war einfach nicht gut gefahren. Ich habe ja aber auch gesagt, ich konnte es halt nicht üben. Ich muss tatsächlich ein, zwei Runden fahren und dann komme ich irgendwann mit Sicherheit besser rein, nehme ich an. Das waren keine guten Runden, definitiv nicht. Wieso kann ich die KI nicht ersetzen? Ne, Feindzerstörer, du musst irgendwie... glaube ich, die Wiederholung, ne, plötzlich Zuschauermodus und dann kannst du irgendwo eine KI ersetzen. So funktioniert es, glaube ich, dachte ich zumindest.
Wir können ja mal ganz schnell gucken. Differential zu hoch. Machen wir das denn? Reifendruck, Bremsen. Ich möchte jetzt hier natürlich nicht zu viel. Radsturz, Transmission. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,32,0. Ich lasse es mal wirklich ganz einfach mit der Begründung. Das ist ein Setting von Archie. Das müsste passen. Je höher das Differential, umso schärfer direkt als der Kraftschlussmotorantrieb. Führt den Kurven bei zu frühem Gas geben zu drehen. Ah, okay. Aber dafür bist du wahrscheinlich schneller, oder nicht? Oh, Archie ist raus. Was ist denn jetzt passiert? Steuerübernehmen-Knopf ist ausgegraut. Kann nur zuschauen. Das ist allerdings sehr schräg. Vielleicht geht das in Qualify nicht. Das weiß ich nicht, für einen Zerstörer. Versuch's mal nachher. Heiliges Radieschen. Versuch's mal nachher. Was ist das für eine Boxenausfahrt? Versuch's mal nachher, wenn das Rennen läuft, vielleicht so kurz nach dem Start, ob du da eine KI übernehmen kannst. Ich weiß es nicht. Also normalerweise müsste es gehen, aber vielleicht geht es ja tatsächlich im Zuschauermodus nicht. Weil irgendwie geht's. Also wir hatten das schon ein paar Mal. Das ist machbar, dass du dann tatsächlich halt die KI übernimmst. So, und ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie in einer gewissen Form mal noch eine vernünftige Runde hinkriege. Das ist auch nicht so schlimm. Ich bin eigentlich in den Qualifiers, also in den letzten Qualifiers war ich komischerweise immer relativ gut. Aber jetzt hier halt irgendwie gerade nicht so. Das ist aber nicht so tragisch, weil eigentlich im Rennen, was dann im Rennen ist, das zählt. Nicht, was ich jetzt hier im Qualify hinkriege. So, ich denke, den Mann da vorne können wir vorlassen. Der ist sowieso schneller wie wir. Darf man das so weit raus? Offensichtlich schon. Oh, jetzt ist es noch eine KI. Der wird mich jetzt hier blockieren, der Vogel. Ich dachte, das sei ein Fahrer normaler. Ja, viel schneller wie vorher. Vielleicht noch eine. Hier verlierst du extrem Zeit in der Kurve, wenn du die nicht vernünftig erwischst, tatsächlich. Kommen wir mit dem Benzin noch aus.
Ja, da schaffe ich keine bessere Zeit mehr, so wie es aussieht. Höchstens, ich würde jetzt diese Kurve noch killermäßig erwischen, was ich kaum glaube. Nee. Also, komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Können wir uns schenken. Schade, ich war mal noch einen kleinen Zeitraum, war ich schneller als vorher. Ich habe ERS aufgebraucht. Ja, okay, das macht natürlich auch noch einen gewissen. Das hat auch noch einen gewissen Einfluss drauf, logischerweise. Heiße bitte einladen, bin rausgeflogen. Was macht ihr denn die ganze Zeit? Wie soll ich dich. Ja, der Schuh schreibt es gerade. Also, vielleicht gesehen, was ich gerade gemacht habe, das ist relativ schwierig, dich jetzt einzuladen. So, ist irgendwie Archie auch rausgeflogen oder was ist mit Archie? Ich habe nur gesehen, dass er die Session verlassen hatte. Ah, okay, kann ich hier doch machen. Aber ich weiß nicht, sind wir befreundet? Archie, ich nehme an, Archie ist wieder drin. Okay, also Einladung ist raus. So, ich würde hier gerne nochmal kurz neue Reifen haben und dann tatsächlich nochmal kurz rausgehen und gucken, ob wir nicht was Schnelleres noch hinkriegen. Mal gucken, jetzt aber aufpassen bei der Ausfahrt, das ist ja wirklich kriminell. Das ist einfach irgendwie die Kurve und dann hauen sie sich da raus. Bin drin, kann aber nur zuschauen. Andi, das Problem hatte der Dingens auch, der F1-Zerstörer. Ihr müsst mal gucken, ob ihr, wenn das Rennen läuft, ob ihr dann eine KI ersetzen könnt. Weil jetzt geht es ja offensichtlich nicht, warum auch immer. So, einfach bremsen. Kriminell. Ja, gerne. So, wir haben noch 2 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich da noch eine Runde hinkriege, ob das noch hinhaut. Schnell fahren. Könnte eng werden, dass ich da noch eine Runde hinkriege. Ja, wieder eine KI, die natürlich nicht aus dem Weg geht. Das wird auch ganz mühsam. Schlecht, jetzt habe ich allen Ernstes die KI genau vor der Nase. Ja gut, das ist sowieso schlecht. Möni, geh mal weg. Nein, ich möchte ja nicht in die Box. Ja, das ist sinnfrei. Wie blöd ist das? Da geht schon wieder los mit dieser doofen KI. Ja, dann halt nicht. Dann übe ich halt einfach die Runde nochmal. Wir starten auf der 7, das ist ja soweit okay. Ja, ärgerlich. Hätte ich früher reagieren müssen. Aber ich habe mich halt beeilt, damit ich nochmal eine Runde fahren kann. Die Bahn ist schon heavy. Ja, sie ist wirklich anstrengend, aber sie ist spannend tatsächlich. Muss jetzt mein Auge jucken. So, es ist halt ein Hin und Her. Schnelle Bereiche, Kurven. Man hat gut zu tun. Ja, die hätte ich jetzt viel besser erwischt wie vorher eigentlich. Jetzt ist der Magier noch raus, okay. Ausgeschieden. Gut, dann haben wir das Qualify hinter uns.
auf der 7 starten wir. Damit bin ich eigentlich soweit okay. Und guck mal, wir haben genau wieder Arne vor uns. Wir treffen uns immer wieder, der Arne und ich. Auf der Pole Position der Magier, der jetzt aber irgendwie rausgeflogen ist, vor Lenny, Molimo. Ach, Molimo ist ja auch da, doch, tatsächlich. Archie ist auch irgendwie raus. Dann Dominikus, Arne Kiss auf der 7 Heisi, auf der 8 Usekraft, auf der 9 Pando, auf der 10 Metanica, auf der 11 der Troller. Und der Rest dahinter, das ist dann die bösartige KI. Sei jetzt einfach mal so. Gut. Qualifier endet in 2.15. Mal gucken, was wir hinkriegen. Ich muss mich halt einfach wirklich konzentrieren. Wenn ich mich nicht irgendwie vernünftig konzentriere, kann es sein, dass ich in gewissen Kurven genau die Probleme kriege, die Manfred angesprochen hat, dass ich mich da drehe dann. Da muss ich halt wirklich aufpassen. Aber das weiß man, das ist auf anderen Rennstrecken auch nicht anders. Aber die ist schon speziell hier, das muss ich schon auch sagen. Leute, ihr kennt das mit der ersten Kurve, das gilt hier speziell, weil das ist gleich dieses fiese S, was wir dort haben. Nicht überholen, Spur nicht wechseln, bremsen, Dankeschön. Dann kommen da alle heile durch und dann haben auch alle Spaß am Rennen. So, und für die Leute, die jetzt irgendwie nicht reingekommen sind, also der Formel 1 Zerstörer zum Beispiel, eben, versucht jetzt nochmal, wenn das Rennen ist, ob ihr im Zuschauermodus dann die KI ersetzen könnt. Das müsste theoretisch gehen. Gut, dann haben wir das. Das überspringen wir mal, interessiert kein Menschen. Da haben wir nochmal das, das interessiert auch keinen. Ist zwar kein Monster, aber trotzdem hinterhältig, ja. Ja, Monza ist halt schlimmer dahingehend. Monza ist halt, wie gesagt, das ist einfach immer geradeaus und dann hat es eine doofe Kurve. Und hier hat es zu Beginn eine doofe S-Kurve und der Rest ist eigentlich okay. Jo, ja, ich hoffe jetzt, dass der Start gut gelingt. Eben, also Leute, bitte reißt euch zusammen. Das ist wirklich eine mühsame Kurve dort. Also wirklich die Spur nicht wechseln, bremsen, langsam fahren. Das Rennen entscheidet sich nicht dort in der ersten Kurve, das wissen wir. Gut. Dann gehen wir rein. Dann wünsche ich allen viel Spaß hier in Saudi-Arabien. Fahrt fair, fahrt wie immer und dann passt das natürlich auch. Gut, und denen, die jetzt nicht drin sind, den drücke ich die Daumen, dass sie jetzt irgendwie die KI ersetzen können. Das wäre ja, wie gesagt, der F1-Zerstörer. Und wer hat noch gefragt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich muss mich jetzt auch konzentrieren. Ich sollte jetzt hier ein vernünftiges Rennen hinkriegen. Zu Beginn nicht gleich Arne hinten reindonnern. Das mag der Arne gar nicht. Und ich mag es auch nicht. Guten Start. Danke, Manfred. Jetzt ist natürlich wieder tricky dahingehend. Jetzt kommt die KI wieder noch daher gedonnert. Und die hält sich natürlich nicht an unsere Regeln. Ja, ist aber gut gegangen, tatsächlich. Sehr gut. Oh, im Ernst jetzt. Madre! Und schon ist der Flügel im Eimer. Ah, das gibt's doch nicht. Er muss das genau vor mir machen. Aber haargenau vor mir. Ja, da ist mein Flügel noch ganz. Das kann ja eigentlich fast nicht sein. Nicht nach so einem Zusammenprall. Fühlt sich soweit noch okay an, das Auto. Oh, das war auch irgendwie eine Berührung. Jetzt kriege ich eine Verwarnung, okay. Also gut, ab jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. Ui, heftig, heftig, heftig. Kachelzieher, Arnie und irgendjemand. Heiliges Radieschen. Oh, Arnie ist ganz raus. Das ist natürlich... Wer war das denn? War das wieder eine KI, die da irgendwie Mist gemacht hat? Ich kann gar noch bremsen, sonst hätte ich mich tatsächlich auch erwischt. Aha, okay, weg ist er. Wahrscheinlich ploppt er jetzt gleich von mir wieder auf. Da hat er schon wieder irgendwie gekracht hinter mir. Okay, alles klar.
Tolleus weg, okay. Am Schluss lande ich auf dem Stockholm, weil wir nur noch zwei Fahrzeuge haben. Tsunoda, geh mir aus dem Licht, aus der Sonne. Mach, dass du wegkommst. Oh! Ja, schon schubst du mich wieder, der Mann. So, jetzt kann ich ihn aber abhängen, wenigstens. Irgendwie ist die Karre doch im Eimer. Das werden wir merken, wenn wir an die Box gehen, die Reifen wechseln spätestens. Wenn sie da den Flügel reparieren. Ja, bei Arnie hat es hässlich gekracht. Das sah nicht gesund aus. Schnellste Runde. Lenny, ich muss mal den Herrn Jusekraft ein bisschen im Auge behalten, ob der uns davonfährt oder ob er hinterherkommt. Aber ist natürlich wieder ein blödes Fahren, wenn ich jetzt halt einfach keine Ahnung habe, ob eigentlich die Karre funktioniert oder ob sie halt nicht funktioniert. Ist nicht ideal. Ja, ist schneller, der Jusekraft, so wie es aussieht. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, ja, da ist schon ein Flügel im Eimer. Ich merke es bei diesen doch eher extremen Kurven, da zieht es mich raus ohne Ende. Da kann ich gerade mal noch im fünften Gang durchfahren. Die Frage ist, ob wir, wenn wir nachher weiße Reifen hätten, ob wir es bis ins Ziel schaffen mit dem. Dann hätte ich wenigstens ein funktionierendes Auto. Weil so ist es tatsächlich so, dass der Jusekraft fährt uns davon. Ja, oh toll. Ja gut, den Rebenflügel brauchen. Aber wir kriegen weiße Reifen, da muss ich nichts mehr einstellen. Das ist schon mal okay. Ja, die Karre ist auch viel unruhiger. Das ist wirklich teilweise ein bisschen komisches Fahren. Aber es wäre auch merkwürdig, wenn nichts wäre. Wir sind da in den Le Pando reingebrettert. Also, das kann eigentlich gar nicht sein, dass wir da keinen Flügelschaden haben. Aber angezeigt wird halt gar nichts im Möni. Du hast keinen Schaden. Ja, aber es fährt sich halt merkwürdig. Arnie, wer war's denn? War das eine KI? Ich habe den Unfall gesehen, aber halt hier mit 3, 4 irgendwie Autos vor mir. Ich habe nur gesehen, wie es dich weggeschmissen hat. Keine Ahnung, wer das war. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, das war wieder die idiotische KI halt tatsächlich. Also ich habe laut Anzeige habe ich keinen Schaden, aber ich merke in diesen Kurven, dass... Oh! Na Halleluja, echt jetzt? Moment, das war mal anders. Zack. Nein. Nein, möchte ich nicht. Wo war's denn? Hier. Ach, jetzt, das ging jetzt 10-mal... Oh Gott. Das ging jetzt noch 10-mal länger, wie das, was ich vorher machen wollte. Ganz gut. So kriegt man natürlich die Plätze auch weg. Und jetzt muss ich gegen die KI fighten. Das ist ein Scherz. Das möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Auf der anderen Seite kann man sagen, jetzt haben wir jetzt noch mal ein paar Zweikämpfe, weil sonst, das sah jetzt ein bisschen so aus, als würden wir dann mal doch eine ganze Weile alleine in der Gegend rumfahren. Und das ist ja nicht wirklich spannend. Oh, wir haben Archie hinter uns, jetzt haben wir Archie vor uns. Heiliges, wie schnell ist der denn? Der ist schon wieder mega schnell, der Mann. Allerdings dann in der Kurve. Okay, wir haben eine Position verloren. Wir sind um einen Platz zurückgefallen. Oh, fast hätte ich ihn erwischt.
Oh, Kollege, geh mir aus dem Licht. Er ist dermaßen lahm hier, der Herr Fettke. Oh, Archie, tut mir leid, ich würde ja schneller, wenn ich irgendwie könnte, aber ich kann gerade nicht. Ja, da vorne sind wieder zwei am Betteln. Also am Batten, am Betteln. Nicht am Betteln, am Fighten. Da ist Archie viel schneller auf der Geraden. Eigentlich hätten wir das gleiche Setting. Das ist immer noch interessant, dass er dann auf der Geraden dermaßen viel mehr Power hat. Jetzt kriegt natürlich DRS, das heißt, da habe ich eigentlich keine Chance. Ja, wobei. Boah, Kollege. Außen überholen. Ja, warum nicht? Zum Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Ich bin mal gespannt, ob sie was machen an Flügel in der Box dann. Dann wissen wir, ob was kaputt war oder nicht. So gefährlich. Archie ist wieder hinten dran. Und wird da aufgehalten. Es zieht mich halt wirklich zu weit raus. Also ich bin fast sicher, dass wir irgendwas haben, was kaputt ist. Er ist aber auf der Geraden schneller. Finde ich schon irgendwie ganz interessant. Der Dominikus ist auch, die sind aber alle schneller auf der Geraden. Eieiei. Ja, das war klar, da musste ich viel eher bremsen, das wäre viel zu gefährlich gewesen.
Ja, die sind halt aber schneller. Kann ich nichts machen. Wenn sie auf der Geraden schon so davon zwitschern, dann da komme ich nicht hinterher. Keine Chance. Metallica schon zum zweiten Mal an der Box. Oh, das war knapp. Ganz schlecht erwischt. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Befürchte ich auch, ja. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Das ist okay. Ich habe vermutet, dass ich da irgendwann eine Verwarnung kriege. Das war zu heftig. Ganz klar. Gelbe Flagge. Grüne Flagge. Jo, grüne Flagge, gelbe Flagge, heilige. Kein DRS leider, dann wird es natürlich schwierig, wenn ich auf der Geraden sowieso unterlegen bin und dann nicht mal DRS kriege. Auf der 7, naja. Vor uns beträgt 4,6 Sekunden. Was für eine grenzstabile Kurve. Die muss, das glaube ich, die Kopie von dem Teil aus Monza. Gibt's doch nicht. So, besser erwischt, ohne Strafe, sehr gut. So, wann geht das Boxenfenster auf? Mich interessiert tatsächlich, wie es aussieht mit dem Auto. So, da ist Dominikus ein bisschen vom Ziel abgekommen. Gut gemacht. Damit liegst du einen Platz weiter vorn. Aber er kriegt natürlich jetzt wieder DRS hier, das ist natürlich... Ah ne, er geht an die Box, okay. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Machen wir doch glatt. Besser erwischt als auch schon. Eieiei.
schnell geguckt, ob ich ERS aktiviert habe und schon hängst du halb in der Mauer drin. Also wenn wir wirklich keinen kaputten Flügel haben, dann ist das ein Zauberauto. Bei dem Zusammenstoß mit Lepanto kann eigentlich gar nicht sein. So, gleich geht's in die Box. Und jetzt bin ich gespannt. Zu spät? Nee, das war doch perfekt. Perfekt eingebogen. Der Stopp war nicht so schnell, wie wir es uns gewünscht hätten. Habe ich jetzt einen neuen Flügel gekriegt? Habe ich nicht aufgepasst? Glaub nicht. Nee. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Die Spinne, gute Nacht. Danke, dass du da warst. Ist es denn wahr? Diese Boxenausfahrt, die macht mich irre. Wahrscheinlich habe ich jetzt einen neuen Flügel gekriegt und habe ich gerade wieder demoliert. Bitte nicht. Eben, ich habe keinen neuen Flügel gekriegt, würde ich behaupten. Das ging zu schnell. Aber jetzt habe ich schon wieder Dominikus hinten dran und der ist schon lange wieder in meinem DRS drin. Eieiei. Da bin ich immerhin besser durch die Kurve gekommen, aber das wird dann mit DRS, je nachdem, wieder kompensieren. Komm hier nicht schnell durch, geht nicht. Das ist die, ja, jetzt war ich war eine Kurve weiter. Ganz intelligent. Völlig falsch angefahren, das Ding. Die habe ich gemeint, Zeus. Aber die war es dann eben nicht. Aber vergiss nicht, dass diese Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen.
Ja, jetzt hängt er mich schon wieder ab. Mühsam. Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. schon. Da muss ich ihn korrigieren. Ich fahre die Kurve jedes Mal anders. Einmal so, einmal so. Ja, aber er hängt mich ja tatsächlich ab, so wie es aussieht. Ja, jetzt kann ich wieder ein bisschen ran. Es ist ein Hin und Her. Oh, da komme ich ganz schlecht. Okay, jetzt fahre ich sie zum x-ten Mal anders wie vorher und sie ist noch schlecht. Alles wieder verloren, was ich gerade ein bisschen aufgeholt habe. Da müsste man fast hoffen, dass er nochmal einen Dreher hat, aber das hoffe ich natürlich nicht. Aber ich sehe, dass die Userkraft ein bisschen näher kommt. Das sieht so schlecht an. Wir haben noch 9 Runden und das sind noch 9 lange Runden tatsächlich. Als was wird eigentlich die Strecke eingestuft? Ist die schwer? Also da gibt es ja Einstufen. Ich denke schon, dass die schwer ist. Oder als schwer gilt halt. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,8 Sekunden.
Komme ich mal ein bisschen ran, jetzt bin ich wieder weg. Dafür sind die jetzt im Zweikampf da vorne. Das ist natürlich für mich gut. Dann stören sie sich vielleicht ein bisschen gegenseitig, wenn wir noch Glück haben. So aus dem Augenwinkel da vorne, man sieht sie eh noch. Wir schließen zum Vordermann auf. Pass aber auf die Reifen auf, wir machen keinen Boxenstopp mehr. Oh, da hat es mich fast gedreht, allen Ernstes. Ja, an Jusekraft kommen wir ran langsam. Warum soll ich in die Wand fahren? Geht's noch sonst? Alles okay? Ich schon mal nicht in die Wand fahre. Oh, was war das denn? Da ich muss mich konzentrieren, ich möchte da noch rankommen. Fünf Runden noch, okay. Ich habe ihn Platz gelassen.
Okay, jetzt habe ich ihn berührt. Das wollte ich nicht. Jetzt komme ich ihm halt ins Gehege, weil ich ihn mehr bremsen kann. Das war nicht ideal. So, aber das, der Usiker feuert die Wände geküsst hat, dafür kann ich nichts. Also ich habe ihn den Platz gelassen. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 7,0 Sekunden. Ja, vielleicht. Wir sind wieder ein bisschen an Dominikus rangekommen, aber wieder nur ein ganz kleines bisschen halt. Ja, Arnie ist noch nicht durch das Rennen. Vielleicht küsse ich auch noch irgendwo was und dann hole ich natürlich auch keine Punkte. Und sonst ist die Saison noch jung. Da mache ich mir gar keine großen Sorgen, dass du mich dann noch wieder überholst. Aber gar nicht. Ich habe gar nichts gesagt. Ja, haha. Jetzt die... Ja, ich merke, die Reifen merke ich schon wieder. Es gibt immer so Abschnitte, da komme ich ein bisschen an Dominikus ran und dann bin ich wieder weg. Gutes Tempo, aber denk dran, dass die Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Oh, da komme ich auch jedes Mal ins Rutschen. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 6,5 Sekunden. Bin ich wieder ein bisschen rangekommen. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, 5 Runden aber nicht mehr. Definitiv nicht.
Überrundet wurden wir nie, das heißt, wir fahren die volle Distanz. Okay. Ja, ich spüre die Reifen. Und Dominikus ist weg. Jetzt ist er ganz weg. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Lenny hat gewonnen. Ganz knapp hinter uns. Das hätte fast tatsächlich doch noch gereicht, um überrunden, so wie es aussieht. Herzliche Gratulation, Lenny. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Hau wir dich! Ist die letzte! Ja, jetzt noch ein Dreher, das wär's. 200 Meter vom Ziel, juhu. Jo, Sechster, immerhin. Bin ich eigentlich zufrieden mit, soweit. Hui, was für ein Rennen, ja. Schönes Ding. Ja, GG Lenny, würde ich auch nochmal sagen. Herzliche Gratulation. Natürlich zum Sieg. Ich glaube, relativ ungefährdet. Dominikus, Fahrer des Tages, herzlichen Glückwunsch. Ihm. Ja, ja, die KI. Ja, ja, gut. Es ist halt, ich sag's immer wieder, es ist interessant, wie gut die KI Platz macht tatsächlich, wenn sie überrundet werden. Und es ist interessant, wie idiotisch sie fahren, wenn sie normal in der gleichen Runde sind. Völlig idiotisch. Manfred, vielen lieben Dank für die 5 Euro. Prost, Dankeschön. Habe ich mir ein Bierchen verdient, das freut mich. Danke, Manfred. Wäre für die Vorhersage auf kommt heiß in die Top 7. Ja, das ist halt, wenn du halt einmal so viele Leute haben und dann wieder so viele, ist halt ein bisschen schwierig. Man kann es nie richtig sagen. Gut gemacht, Heisi. Danke, Gelle. Ja, das war anstrengend tatsächlich. Das glaubt man vielleicht gar nicht, aber das geht in den Rücken und die Arme. Weil du halt die ganze Zeit bist nur am Schalten und Machen. Du hast mir zweimal das Auto kaputt gemacht in Abu Dhabi und hier. Ja, wenn du mich meinst, Le Panto, sonst geht's dir aber gut. Wenn du quer in der Fahrbahn stehst, was soll ich denn machen? Ich hoffe, das meinst du nicht ernst. Sonst zweifle ich dann langsam an deiner... Naja, ist ja egal. Sehr gut, Heisi. Danke, Joel. Ja, Wreckfest war es natürlich auch ein bisschen. Manfred, schlaf gut. Schön, dass du da warst. Danke fürs Dabeisein. Hier sehen wir es nochmal. Lenny hat gewonnen vor Magier, Molimo, Archibaby auf der 4, dann Dominikus, dann Heisi, dann Usekraft und dann die ganze Ladung KI, die wir noch hatten. Also, gut, wir haben natürlich noch eine Wiederholung. Da können wir nochmal schnell reinschauen. Genau, einmal weiter. Ist ja doch einiges passiert, also von daher... Die KI hat dem Magier das Rennen ruiniert. Das tut mir natürlich leid. Das ist natürlich Käse. Aber eben, es geht halt allen gleich. Der Arne ist ja auch rausgeflogen. Ich weiß halt nicht, ob das nicht auch sogar die KI war. Aber Leute, wenn wir halt ohne KI fahren mit 11 Fahrzeugen, das ist langweilig für den Stream. Sorry. Weil dann fahre ich irgendwie hinter 5 her und hinter mir ist nochmal einer und ich habe nie einen Gegner. Also das kann es ja dann eben auch nicht sein. Danke, Daniel Cat-Fan. Ja, wir würden gerne verlassen, damit wir zu unserer Wiederholung kommen. Die gönnen wir uns ja noch. Das hatten wir. Da, Le Kino.
Und dann... Nein, falsch. Zack, er hier. So, mal gucken. Da sehen wir das auch nochmal mit Le Panto. Also da kann ich ja beim besten Willen nichts machen, wenn der quer in der Fahrbahn steht, weil er sich dreht. Also, da kann ich mich ärgern. Was steht der da? Aber eben, macht er auch nicht mit Absicht. Der dreht sich halt. Ich habe ja auch geflucht, eben muss er sich ausgerechnet vor mir drehen. Gibt's doch nicht. Könnte sich da auch später drehen oder irgendwie. Aber nein, genau vor mir. So, der Start lief relativ gut, behaupte ich mal. Also gesamthaft, da gab es glaube ich keine Unfälle, nix. Haben sich alle schön halbwegs dran gehalten, mit schön vorsichtig fahren, außer die KI natürlich. Ja, da sieht man, da ist auch genug Platz vorhanden. Dann, ich schätze mal, den, ja, da haben wir den Unfall. Ich kann halt nichts machen, ich fahre halt um die Kurve und dann steht da ein Auto im Weg. Aber dass ich mir da nicht den Flügel demoliert habe, also das ist komisch, muss ich wirklich sagen. Da finde ich das Spiel ein bisschen komisch, muss ich gestehen. Schönen Abend, Sarah C. Schlaf gut, danke, dass du da warst. So, hier noch ein paar Positionskämpfe, sind auf der 9. Also das ist schon schräger. Findet ihr das nicht komisch? Bei so einem Zusammenstoß ist doch der Flügel weg. Und das war bei Formel 1 21, das war 10-mal. 10-mal war der Flügel weg. Finde ich schräg, dass da nichts passiert. Ui, da haben wir den Dreher. Genau. Da habe ich auch schön Zeit verloren. Wunderbar. So, dann habe ich zurücksetzen gemacht. Das ist cleverer, denke ich. Ist weniger gefährlich, weil dann bist du ein Geist. Weil sonst, wenn du rausfährst, das hat so eine Sache. Ja, das müsste mit Userkraft das Duell sein, glaube ich, oder nicht? Ja, müsste theoretisch. Aha, den Boxenstopp haben sie noch, weil ich hier fast geradeaus gefahren bin. Genau. Ne, bin ich eigentlich sogar. Diese trottelige Ausfahrt, echt unglaublich. So, da sind wir schon auf der 7. Ah, nee, das mit Userkraft kommt noch. Weil ich möchte selber nochmal gucken. Ich habe ihn den Platz gelassen. Er ist nicht wegen mir in die Mauer rein. Oder war das schon vorher? Ja, das war, glaube ich, ein bisschen vorher sogar schon. Das müsste wieder eine Überrundung gewesen sein. Ja, Le Panto, Fehler. Du drehst dich halt. Das bezeichne ich nicht als Fehler. Das ist halt passiert. Das ist ein Rennunfall. Und wenn ich da reinfahre, habe ich halt einfach Pech gehabt. Aber ich kann ja nicht vor jeder Kurve ganz langsam, also auf ganz langsam runterbremsen, weil da jemand stehen könnte. Weißt du, wie ich meine? Ich fahre ein Rennen. Also wenn da halt jemand steht, habe ich halt Pech gehabt. Aber da würde ich niemandem die Schuld geben. Das ist einfach ein Rennunfall. Die KI war es nicht. Dominikus wollte mit Gewalt vorbei und hat mich in die Mauer gedreht. Oh, okay. Ja gut, aber mit Dominikus kann man reden, da bin ich überzeugt. Also das hat er sicher auch nicht mit der Absicht gemacht. Aber eben, das ist halt immer ein bisschen schwierig. So diesen Grad aus Aggression, ein bisschen aggressiv musst du ja fahren, sonst hast du keine Chance. Und auf der anderen Seite eben, wenn es dann halt ein Ticken zu viel ist und es dann einen anderen erwischt, ist natürlich Käse. Das ist ganz klar. Gut, also ich werde hier schon mal... Das beenden, wenn es irgendwie geht. Jawohl, jetzt geht's. Sehr gut. Und jetzt muss ich aber nochmal gucken. Doch, mein Lenkrad ist tatsächlich immer noch dort, wo es hingehört von der Zahl her. Das finde ich schon merkwürdig. Weil das hat sich bei mir tatsächlich... Das hat sich bei mir tatsächlich so angefühlt, als müsste ich die Kurven wie beim Lastwagenrad. Irgendwie wie mit dem Lenkrad vom Lastwagen fahren teilweise. Das war schon schräg. Ja gut, also, dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Danke an alle, die mitgefahren sind. Danke allen, die zugeguckt haben. Den nächsten Stream müssen wir gucken. Wahrscheinlich... Moment. Dominikus wollte nicht mit Gewalt vorbei. Ihr hattet beide Lags aus meiner Sicht. Oh, sogar. Er war mal neben Arnie und nicht umgekehrt. Ah, okay, Archie, danke für die Info. Ja eben, das kommt halt noch erschwerend hinzu. Dann teilweise ist halt dann das Netz nicht stabil und so weiter. Dann hast du Lags. Also ich nehme Dominikus da eh in Schutz. Aber der Arnie hat ja auch geschrieben, ist okay. Das macht er nicht mit der Absicht. Aber eben, der nächste Stream wahrscheinlich am Mittwoch. Das müsste klappen mit Wreckfest. Vorausgesetzt, dass es mit Wreckfest klappt. Falls wir dort wieder mal einen Server stellen können, man den dann auch sieht.
dann wird man Mittwoch wahrscheinlich Rackfest machen. Das erfahrt ihr wie immer auf den Kanälen. Danke natürlich noch an Meltanica fürs Hosten und danke an den lieben Daniel fürs Moderieren. Da wünsche ich euch allen eine gute Nacht und vor allem eine schöne Woche. Einen schönen Start in die neue Woche, einen schönen Montag in dem Fall. Gut, vielleicht sehen wir uns am Mittwoch. Ich fände es schön. Mal gucken. Bis dann, macht's gut. Tschüss, bye bye.